Im Vatikan hat ein Prozess gegen 10 Personen im Zusammenhang mit einem Immobilienskandal begonnen. Sie müssen sich unter anderem wegen Veruntreuung, Geldwäsche und Betrug verantworten. Im Zentrum des Verfahrens steht ein ruinöser Handel mit einem Geschäftsgebäude in London-Chelsea. Unter den Angeklagten ist auch ein Kardinal, hier Archivbilder. Ein Novum in der Geschichte des Vatikans. Kardinal Becciu war Substitut des Staatssekretariats und hatte im Zuge des Skandals seine Ämter verloren. Zwar stellt sich Angelo Becciu als Opfer einer Intrige dar, dennoch hat heute ein Prozess von historischer Bedeutung begonnen. Zum ersten Mal steht ein Kardinal vor einem vatikanischen Gericht. Es besteht aus Laienrichtern, was auf die von Papst Franziskus angestoßene Reform zurückgeht. Das Verfahren könnte zu einem Meilenstein im Pontifikat von Franziskus werden. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma.